Ja, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Deutschen Bank hier im Hause und freue mich außerordentlich, dass wir so zahlreich mit Ihrer Anwesenheit rechnen konnten, trotz des angekündigten Sturmes. Das zeigt, dass das Thema und der Gast heute Abend ganz besonders interessant sind. Ich begrüße ganz besonders Herrn Dr. Ma, den ersten Vorsitzenden der Gesellschaft für Außenpolitik. Dr. Ma, herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass Sie uns gewählt haben heute für diesen sehr interessanten Vortrag. Ich begrüße auch Herrn Professor Dr. Kindermann, den zweiten Vorsitzenden der Gesellschaft für Außenpolitik. Und wir sind sehr stolz, dass wir Sie alle als Gäste hier im Hause haben. Ich begrüße die Vertreter der Presse. Ich begrüße auch das Konsularische Korps und die vielen Gäste, die heute den Weg zu uns gefunden haben. Wir sind sehr stolz, dass wir heute im Hause seine Exzellenz, den Botschafter der Volksrepublik China, Herr Xi Minde, beherbergen dürfen. Sie sind gerade eingetroffen und Sie haben uns gesagt, dass Sie sehr gerne in Bayern sind, dass Sie ganz besonders gerne in München sind und das freut uns sehr. Herzlich willkommen hier in Bayern, hier in München am Promenadeplatz. Damit will ich gleich schon überleiten, zwei Worte auch zur Verbindung zur Gesellschaft für Außenpolitik. Ich glaube, es gibt eine lange Verbindung zu Ihnen, eine gute Freundschaft und deswegen freuen wir uns, dass Sie heute hier im Hause sind. Und als Bank, die weltweit in 74 Ländern ist und ganz besonders in China, ich habe es gerade Herrn Botschafter erläutert, mit über 700 Mitarbeitern seit 1872 in Shanghai, mit einigen Unterbrechungen durch die Kriege, sind wir sehr stolz darauf, dass wir Sie heute hier im Hause haben dürfen. Und wir haben gerade dieses Jahr in Qingdao unsere 6. Filiale eröffnet, sodass das Wachstum in China weitergeht. Und wir freuen uns natürlich heute von Ihnen vieles zu hören, was Neues aus China kommt. Und deswegen darf ich jetzt überleiten auf Herrn Dr. Ma, der uns einführt, glaube ich, und ranführt an das Thema. Herzlichen Dank. Lieber Herr Sauter, vielen Dank für die Grußworte. Ich komme ja selber auch aus dem internationalen Bankgeschäft. Insofern fühle ich mich hier natürlich persönlich auch sehr zu Hause. Am 12. Juni 1900 marschierte der große Operettenkomponist vor dem Bataillon der österreichisch-ungarischen Armee, die im Hafen von Triest eingeschifft werden sollte, und zwar um sich der internationalen Streitmacht anzuschließen, die auf dem Weg nach China war. Sie waren auf dem Weg nach China, weil ja in diesem Jahr der sogenannte Boxeraufstand eine internationale Intervention, so der Westen, erforderte. Einmal, um die belagerten ausländischen Legationen zu schützen, zweitens natürlich, um den Aufstand niederzuschlagen und drittens, um Peking letztendlich zu besetzen. Dies war nur eine dieser Interventionen und nach jeder dieser Intervention haben sich die Westmächte gewisse Privilegien abtreten lassen. Und das war 50 Jahre vor diesem Zeitpunkt der Boxer-Intervention, insbesondere die französische und die britische Übernahme der autonomen Gebiete in Shanghai, der französischen Sezession und des internationalen Settlements der Briten. Und noch nach der Verkündung der Republik durch Sun Yat-sen hat die Hong Kong Shanghai Banking Corporation, und ich sage das, weil wir hier in der Bank sind, das wohl prächtigste Bankgebäude der Geschichte am Bund errichtet. Und
Man wusste nur damals in der Region noch nicht, dass sich inzwischen die europäischen Mächte in einer geradezu mutwilligen Form einer Gewaltorgie gegenseitig zerfleischt hatten. Und wir begehen ja gerade das 100-jährige Jubiläum dieser Katastrophe. Und damit sind natürlich die Empires gefallen, gestürzt. Das britische, das habsburgische und das osmanische. Geblieben ist uns die Balkankrise und die Mittelostkrise. Und der Hauptprofiteur dieses Niedergangs und des Niedergangs des alten Europa waren die USA. Und die USA, wie wir wissen, sind heute der größte Schuldner der Volksrepublik China. Und es gibt nur zwei Staaten, nur zwei Empire, die nach einer Schwächeperiode wieder zu voller Kraft sich entwickelt haben. Und das ist China und Indien. Und wie wir alle wissen, China ist heute mit einem kraftstrotzenden Wirtschaftswachstum, geprägt von einem dynamischen Außenhandel und von Investitionen auf allen Kontinenten. Uns wurde das in der Gesellschaft gerade wieder sehr bewusst, weil wir ein Symposium für Sub-Sahara-Afrika im Januar vorbereiten. Und auch in Afrika ist natürlich China äußerst präsent. Am 1. Oktober wurde in Shanghai, und das ist ja ein zentraler Ort für uns hier im Westen, und auch die Deutsche Bank ist dort seit 1870 präsent. Shanghai hat am 1. Oktober eine Freihandelszone verkündet, insbesondere um ausländische Investitionen anzuregen. Und es haben sich inzwischen 1500 Firmen registrieren lassen und 6000 weitere sind in der Warteschlange dieser Freihandelszone. Nun spaltet sich noch etwas über die sogenannte Negativliste, nämlich die Segmente, die aus dieser Freihandelszone ausgenommen werden sollen. Natürlich eine solche wirtschaftliche Potenz führt natürlich auch zu starken Muskeln in der militärischen und in der außenpolitischen Ambition. Die Marine wird intensiv ausgebaut und die Luftwaffe ist seit dem Sonntag, dem letzten November-Sonntag, als die Flugüberwachungszone eingerichtet wurde, unerwartet eingerichtet wurde von der neuen politischen Führung, nicht nur im Zentrum des internationalen Interesses, sondern auch in voller Alarmbereitschaft. Denn schließlich haben amerikanische B-52-Bomber und südkoreanische und japanische Kampfjets diese definierte Zone missachtet, sind eingedrungen. Aber darüber, über die Motive dieser Entwicklung, wird sprechen unser heutiger Gast, seine Exzellenz, der Botschafter der Volksrepublik China, Botschafter Xi Wende. Er ist mit Deutschland, wie Sie aus der Einladung ersehen haben, intensiv verbunden. Einmal durch sein Studium in der DDR, dann zweitens natürlich durch seine Heirat einer Professorin für deutsche Sprache. Er war zweimal auf Posten in Ost-Berlin und er war später im Jahr 2002 nochmal in Deutschland und dann ab 2010 für zwei Jahre in Wien. Und
Ich denke, wir müssen dabei auch beachten, dass ein Mann, der mit dieser Intensität im deutschen Sprachraum tätig war, natürlich ein sehr starkes Wort in Peking hat über die Ereignisse hier bei uns. Ich darf Sie auch nochmal sehr herzlich begrüßen und darf den Herrn Botschafter das Wort erteilen.